hallo Kids. Heute möchte ich euch 12 wirkungsvolle Tricks und Finten im Dribbling vorstellen, die für einen guten Fußballer eine Garantie dafür sind, dass ihr den Gegenspieler erfolgreich überspielen könnt. Der erste Trick ist der Innenseithaken oder Kappen mit der Innenseite. Wichtig ist dabei, dass die Bewegung aus dem Knie kommt und nicht der Ball nur einfach herumgeschoben wird. Der effektive Trick ist das Kappen mit der Außenseite oder Außenseithaken genannt. Hierbei wird der Ball eher schon mit der Außenseite geführt und dann blitzschnell in die andere Richtung gekappt. Eine sehr wirkungsvolle Finte zum Überspielen eines Gegenspielers, der auf einem zukommt, ist die Drehung mit der Innenseite, wobei dann immer der Körper den Ball effektiv gegen den Gegenspieler abdeckt. Diese Drehung kann man natürlich auch mit der Außenseite machen. Einer der effektivsten Tricks überhaupt, vor allem im Laufduell mit einem Gegenspieler, ist das Stoppen des Balles mit der Sohle, blitzschneller Richtungswechsel mit dem anderen Fuß. Ballmitnahme hierbei nach Möglichkeit mit der Außenseite. Ein ähnlicher Trick wie der Sohlenstopp-Trick ist nach Johann Cruyff benannt, einem großartigen Fußballer. Und hier wird der Ball nicht mit der Sohle gestoppt, sondern er wird direkt mit der Innenseite hinter dem anderen Bein vorbeigezogen. Wichtig ist dabei, genauso wie beim Sohlenstoppen, dass zunächst einmal der Ball schon fast überholt wird. Kommen wir zu den Rückziehfinten. Die einfachste Rückziehfinte ist, Ball mit der Sohle zurückziehen und mit dem gleichen Fuß in die andere Seite mitnehmen. Das passiert normalerweise mit der Innenseite, kann aber auch mit der Außenseite gemacht werden. Die zweite Rückziehfinte ist jene hinter dem Standfuß.
Hier zieht zuerst der eine Fuß den Ball zurück, spielt ihn dann hinter dem anderen Fuß vorbei, dann erfolgt mit dem anderen Fuß die Ballmitnahme. Ein sehr guter Trick im Frontaldribbling ist das Seitwärtsziehen des Balles mit der Sohle. Kommen wir zu zwei Tricks im Dribbling frontal auf den Gegner. Der Übersteiger von außen. Hier wischt der ballführende Fuß vor dem Ball in Richtung anderen Fuß und dann nimmt eben der wischende Fuß den Ball mit der Außenseite mit. Die Schere. Ein Fuß macht eine Wischbewegung nach außen vor dem Ball, der andere Fuß nimmt nach der Gewichtsverlagerung den Ball mit der Außenseite in die andere Richtung mit. Nach dem Übersteiger kann man auch eine Wendefinte anwenden. Und zwar von außen nach innen steigen, um den Fuß drehen und mit dem anderen Fuß den Ball mitnehmen. Der Zidane-Trick, früher auch Maradona-Trick genannt. Hier wird der Ball zunächst mit der Sohle des einen Fußes gestoppt, dann der Fuß vorgestellt und mit dem anderen Fuß in der Drehung der Ball mitgenommen. Als letzten Trick haben wir ein Seitwärtsziehen des Balles, dann mit dem anderen Fuß übersteigen und mit der Außenseite den Ball mitnehmen. Und nun viel Spaß beim Üben und erfolgreichen Anwenden der Tricks.